Ach ja, schon wieder fangen wir hier an diesem wunderschönen Ort. Und damit Meister, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7, unserem 100% Läufchen. Ja, letzte Folge waren wir hier in Wutai unterwegs, haben die Subquest um und mit Yuffie abgerissen, haben hier für das Limit geholt. Und ganz wichtig war natürlich auch noch die feines Können-Technik Trine für unsere vierte Substanz. Ist jetzt drauf, wir haben es soweit im Sack und sind dann jetzt bereit, diese Folge ein wenig weiterzuschreiten in der Main Story. Dazu, ja, hatte ich mir wieder sehr viele Gedanken gemacht, wie wir denn nun fortfahren, denn es ist wieder eine Szenerie, wo wir einige Charaktere, ja, ich sag mal, switchen könnten, wo andere Dialoge stattfinden und so weiter und so fort. Und sogar eine Sache, die wir mit zwei verschiedenen Charakteren machen können. All dies wollen wir uns in diesem Video anschauen. Es geht, ihr seht es wahrscheinlich schon im folgenden Titel, nach Medeal. In the Medeal of Nowhere, wie man so schön sagt. Ja, und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ihr seht es wahrscheinlich schon an der rechten Seite. Es gibt diesmal keinen Boss und natürlich auch keine Gegner. Schätze haben wir allerdings. Zwei Stück. Ja, Materia-Eindämmung. Ich war etwas erschrocken, warum die so heißt hier in dieser... Sie nennt sich eigentlich Beinhalten, aber das Spiel meint, wir sollen das Eindämmung nennen. Also nennen wir das einfach Eindämmung. Hä? Okay, satteln wir Luftschiff. Wir machen einen kleinen Abstecher, wenn wir schon mal dabei sind, noch zur Chocobo Farm. Denn dort erfahren wir noch einen Hinweis, der jetzt vielleicht wichtig wird, um halt einen Gegenstand zu bekommen, diese Folge. Ah, also reisen wir erstmal ganz kurz dahin. Lalalala. So, müssten wir eigentlich auch gleich da sein. Da kommt Midgar. Und hier kommt dann so langsam die Chocobo Farm. Da wollen wir einmal ganz, ganz kurz in die Stallung. Fast auf dem Haus gelandet. Genau, da wollen wir rein. Nicht mit Choco Bill reden, sondern mit ihr hier. Denn sie sagt, Chloe heißt sie übrigens. Willkommen! Hey, einige Ratschläge. Der weiße Chocobo mag es, wenn du ihm hinter den Ohren kraulst. Aber wenn du ihn woanders kraulst, wo er es nicht mag, wird er böse. Also sei vorsichtig. Ja, ich weiß nicht, ob ich diesen Hinweis letztes Mal irgendwie vorgelesen habe oder nicht. Oder ob sie es gesagt hatte. Ja, keine Ahnung. Ist mir schon wieder entfallen. Also diesen Hinweis, den merken wir uns jetzt einfach mal für unsere nächste Ortschaft. Also, befindet sich, wir waren ja schon da gewesen, haben uns die Monster-Fauna schon etwas erkundet um dieses Dörflein hier rum. Wir landen mal hier, können wir hier landen? Nee, können wir nicht, ne? Können wir hier, können wir landen. Ja, das ist Medeal und wir gehen einfach mal... Gehen wir schon mal rein? Warte mal, ich speichere noch mal ganz kurz vorher. Aus Gründen? Muss ich hier speichern schon? Ja, ich speichere mal aus Gründen. Einfach so. Ja, genau. Speichere ich aus Gründen, aus Herzeitgründen für gleich was anderes. Ne? Also, erstmal rennen wir hier rein. Medeal, erstmal herzlich willkommen. Und hier gibt es einige Sachen, die tatsächlich verpassbar sind. Welche das sind, werde ich dann natürlich auch noch sagen. Genau. Und falls ihr den 19. Kampf im Fort Condor jetzt noch nicht ab- oder noch nicht bestritten habt, tut es bitte, denn der verfällt nämlich demnächst, wenn wir mit einem Hund sprechen. Oder einen Hund ansprechen. Genau, also da nochmal der Hinweis dafür. Und, habe ich auch gleich erwähnt zum Anfang, wir werden ein kleines Easter Egg noch heute sehen. Ja, ja, ich war auch sehr baff, als ich es gemerkt habe. Ja, aber hier haben wir den Mann, also einen alten Mann, und der sagt, Ahoi, du bist ja ein ganz hübscher. Dies hier ist Medeal, ein hübscher, klar, tiefer, du bist ein ganz hübscher, bist du. Mein Gott. Geht schon wieder los. Es ist eine kleine, ruhige Stadt mit natürlichen heißen Quellen. Genau der richtige Ort für alte Leute wie mich, um den Rest des Lebens zu verweilen. Wenn du so weitermachst, brauchst du nicht mehr lange. Hast du nicht mehr lange, meine ich. Ich habe gehört, dass es draußen nicht allzu friedlich zugeht, aber hier ist noch alles ruhig. Also ich kann schon mal sagen, die Textblöcke hier sind nicht ganz so schlimm wie in manch anderen Teilen jetzt, also in anderen Parts gewesen, nicht? Also, da vorne ist der Hund, wenn wir den ansprechen, sind wir erstmal, geht's quasi, triggert ein Event. Deswegen wollen wir uns hier erst nochmal, bevor wir das machen, bis in Ortschaft umgucken. Hier können wir rein, sieht nach einem Itemshop aus, hier steht's auch schon.
Und der Mann sagt, willkommen, Bares ist uns immer recht, was du auch begehrst. Leider haben die Kunden alles aufgekauft, ist nichts mehr da. War nur ein Scherz, nur ein dummer Scherz. Womit kann ich dienen? Also mit gar nichts eigentlich. Jetzt kaufen hier, nicht sonderlich Tolles, aber danke und auf Wiedersehen. Selbst ich habe zu wenig Gil, um hier alles zu kaufen. Deswegen muss ich wahrscheinlich zwischen den Folgen, also zwischen der nächsten, also dieser hier und der nächsten, muss ich wahrscheinlich nochmal eine Level-Session einlegen, um ein bisschen Geld zu farmen. So, hier rennt eine, ist glaube ich eine Sie, rennt hier ein bisschen panisch durch die Gegend. Die erzählt, jedenfalls wird dieser Riesenmond auf uns herunterkrachen, oder? Das ist kein Scherz, wir müssen uns Reserven anlegen, bevor alles weg ist. Aus dem Weg, los, los. Ein bisschen wahnsinnig, die Frau. Das wollte ich jetzt nicht. Hier ist ja dieser, ominöse, kleine, weiße Chocobo. Ja, Tifa sagt, was ist eigentlich los? Du bist auf einmal so freundlich. Ach, das ist es also. Du möchtest Samolengemüse, nicht wahr? Ja, dieses Samolengemüse ist ein Mimettgemüse. Ja, ist schon wieder übersetzungstechnisch ein bisschen was schiefgegangen. Square Enix. Gib ihm Samolengemüse oder gib ihm keins. Wenn wir hier sagen keins, dann tut mir leid, Kleiner, ich kann dir keins geben. Ja, ist ja etwas erbost, ne, von den Geräuschen her. Jetzt will ich ihn nochmal ansprechen. Also jetzt aus Herzeitgründen werde ich ihn sehr oft, glaube ich, irgendwie ansprechen, wenn ich es schaffe. Immer noch nicht. Oh, Vogel. Ich hatte es auch schon im Vorspiel, dass der so ein bisschen festgebackt ist. Jetzt habe ich ihn wieder angesprochen, Gott sei Dank. So, wir wollen ihm natürlich ein Samolengemüse geben. Nun gut, hier hast du. Ist es. Auf. Ja, dem Chocobo scheint das Gemüse zu schmecken. Und danach... Hehe, wie süß. Ich würde ihm am liebsten streicheln. Haben wir die Möglichkeit, ihn halt zu streicheln. Wenn wir jetzt diesen Hinweis, ne, wissen, dann heißt es, wir sollten ihn mit den Ohren kitzeln. Kraulen hat sich eigentlich gesagt. Egal, kitzeln. Hier wahrscheinlich Füße kraulen, kitzeln. Füße kitzeln, wenn noch passen. Bauch kitzeln, na ja, auch. Nacken kitzeln? Vielleicht nicht so. Bauchnabel kitzeln? Hä? Und unter den Arm kitzeln würde auch passen. Wir fangen einfach mal an hier mit Füße kitzeln. Er dreht sich im Kreis. In dem Chocobo scheint das zu gefallen. Aber ist halt noch nicht das Beste. Bleib hier. Ich will nicht schon wieder der Frau sprechen. Gut. Aus Herzeitgründen muss ich jetzt hier sehr viel Mimettgemüse verballern. Allerdings habe ich da genug von. Wir schauen nämlich uns nochmal an, was passiert. Wenn wir ihn am Bauch kitzeln. Ja, Bauch. Der Chocobo scheint ein wenig kitzlig zu sein. Dachte schon, da fehlt wieder was. Aber nein. Hat einfach nicht mehr mit reingepasst. Oh oh. Oh nein, nicht schon wieder. Was ist das? Das passiert jetzt schon so oft. Bin ich jetzt hier festgebackt? Nee, jetzt aber geht's. Alter Schwede. Was ist eigentlich los? Ja, haben wir ja schon. So, wir... genau, geben ihm noch ein Gemüse. Hier ist alles auf. Nom, nom, nom. Scheint zu schmecken. Anfassen. Und zwar gucken wir uns an, was der Nacken sagt. Der Chocobo scheint ein wenig ärgerlich zu sein. Batz. Geil. Schön niedergestreckt. Ja, man sollte das... Du hast mir Angst eingejagt. Ich dachte, du wärst tot. Ich weiß nicht, wer das sagt, aber ich glaube, es ist nicht tiefer. Nein, nicht die Frau. Okay, komm her, Chocobo. Jawohl, hier, guck mal, ich habe noch ganz viel Mimettgemüse für dich und ich will dich überall anfassen. Weil du so niedlich und weiß bist. So, ja, streicheln. Und zwar haben wir dann jetzt hier den Bauchnabel. Mhm. Kille, kille. Der Chocobo scheint ein wenig schüchtern zu sein. Mhm. Ah, diesmal direkt. So, einmal müssen wir noch aus Herzeitgründen die andere Antwort nehmen. Und zwar unter seinen Armen kitzeln. Chocobo ist gelangweilt. Ja. Na, komm, einmal noch. Nehmen wir jetzt endlich mal die richtige Antwort. Wie uns Chloe schon sagte. Chloe hieß er, ne? Und zwar... Streicheln wir ihn jetzt hinter den Ohren oder hinter den Ohren kitzeln, kaulen. So, das mag er ganz besonders und gucke mal an, Materia vom Chocobo erhalten.
Keiner sagt uns, was es ist. Ist toll, oder? Aber wir können ihn nochmal für dann, wenn wir die Frau nicht nochmal ansprechen. Oh nein. Lalalala, dreh dich im Kreis, das ist so wunderschön. Ja, 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 lalalala. So. Wir können ihm nochmal ein Salmonellengemüse geben. Und dem Schoko scheint das Gemüse zu schmecken. Gesättigt und auf und davon. Ja. Auswahlmöglichkeiten sind nun nicht mehr gegeben. Also, sprich, ihr könnt es wirklich alles ausprobieren. Alle sämtliche Antwortmöglichkeiten, bis ihr die richtige rausgefunden habt und die Substanz dann bekommt. Und ihr seht schon am rechten Bildschirmrand, es ist natürlich die Materie Eindämmung, sprich beinhalten, hieß sie in den damaligen Teilen. Ich hab mal geguckt. Juhu, so, guck mal. Frost kriegen wir hier, brechen. Tornado und Flamme. Jetzt weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Flamme ist auf jeden Fall Flair, ne? Das ist für mich alles ein bisschen blöd übersetzt. Tornado ist Tornado und Brechen war, glaube ich, auch noch so ein, Frost war, glaube ich, so eine riesen Eiskugel. Ich bin mir nicht mehr sicher. Gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Sollte auch dann demnächst ausgerüstet werden, damit es auch ein bisschen steigt im Level und so weiter und so fort. Also eine neue Zaubermateria. Und ich mal wieder so raus hier. Musik nervt. Doch mit der Zeit. Ja, hier oben gehen wir gleich lang. Es ist doch schon wieder dasselbe. Sieht so gleich aus. Ich weiß auch nicht. Hä? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Bist du von außerhalb der Stadt? Wie sieht's draußen aus? Alle sagen, das Erdbeben und der Meteor werden die Welt zerstören. Alle sagen es. Oh, wie deprimierend. Was für eine traurige Welt das doch ist. Genauso aus wie das komische Mädchen, was die ganze Zeit aufgeregt herumrennt. Aber es rennt auch hier rum mit ihrem komischen Chocobo. Guten Tag, immer herein. Womit kann ich dienen? Ja, Substanz laden. Hier können wir HP extra, MP extra, bla und so weiter kaufen. Also auch recht okay hier von den Substanzen her. Ne? Wir kaufen aber gerade nichts. Danke und auf Wiedersehen. Tschüss. Ich würde gerne jetzt doch mit dir sprechen wollen. Ja. Du schon wieder. Du hortest wohl auch. Komm mir nicht in die Quere. Alles in diesem Laden gehört mir. Ich hab Geld wie Heu. Ich hab die ganze Zeit wie blöd gespart. Nur für Zeiten wie diese. Los, aus dem Weg, mach schon! Ich glaube aber, die macht irgendwie noch eine andere Bewegung, ne? Nee, das ist, glaube ich, in einem anderen Laden dann. Naja. Also, wir werden sie gleich nochmal wiedersehen. Das ist ein bisschen hektisch, diese Dame. Nervt mich ein wenig. Ja. Dann gehen wir mal hier zu dieser Dame. Kommt mal alle! Kommt mal alle, ja. Das ist ein Sonderangebot. Wir haben die besten Rüstungen und Waffen. So etwas findet ihr nirgendwo sonst. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also beeilt euch. Kommt nur herein. Du da, steh nicht einfach da draußen rum. Komm schnell rein, zieh dich nicht hereinspaziert. Ich habe nie verstanden, warum er an einem verlassenen Fleck wie diesen seinen Laden öffnen wollte. Das, was ist mit ihm los? Seufz. Also, gerade noch so im Flow. Alter, Frau. Lass uns doch einfach rein. Ja. Hier haben wir wieder den Chocobo. Den wollte ich jetzt gerade nicht ansprechen. Das ist so freundlich. Nein, ich gebe dir jetzt nichts mehr. Du hast alles auf jeden Fall. Ja. Die Frau, wie gesagt. Oh, ich habe nicht mehr viel Zeit. Man kann nie wissen, wann der Mond herunterstürzen wird. Am Ende dreht sich in dieser Welt alles ums Geld und um Materia. Wenn du beides besitzt, kriegst du alles. Egal was. Ich muss einkaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich werde einkaufen bis zum Umfallen. Hoffentlich. Okay. Willkommen im Wohltätigkeitsladen, dem Laden der Liebe und des Mutes. Womit kann ich dienen? Wohltätigkeitsladen? Dafür ist aber ziemlich teuer. Ja, guck mal. Also wir haben hier ziemlich viele gute Waffen, die es zu kaufen gibt. Kristallschwert. 6 verbundene Slots, 18.000. Ja, ich kaufe so viel geht. Ne? Kristallhandschuhe, selbes Gedöns. AM-Kanone, natürlich auch wieder von hinten selbe Schaden und so weiter und so fort. Schon wieder teurer. Kristallkamm für Red 13. Auch dieselbe Materia-Slot-Fassungen. Kristallkreuz für Juvi. Auch wieder Waffe von hinten und so. Also, dass man gleich Schaden macht. Kristallines Megafon, das können wir uns jetzt schwer nicht leisten. Hat aber auch dieselben. Ja, Slots und so weiter. Also ich müsste mir noch Kristallmegafon, Palisaden, Winchester, Kristallreif wahrscheinlich ein paar mehr, weil guckt mal, können wir uns einen wenigstens kaufen. Hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Verteidigung. Deswegen ist es ganz gut, das Magierarmband.
Ja, wie gesagt, alles zu diesen Sachen würde ich, denke ich mal, machen wir das nächste Folge, dass ich da noch ein bisschen mehr zu erzähle. Hier diese Folge noch genug zu erzählen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ja, dann kommt es zu einer Tür hier hinten. Klopf, klopf. Bringt nichts. Warum ist sie hier abgeschlossen? Neugier, Neugier, Neugier. Ja, kommen wir einfach nicht rein. Eine Tür, wir kommen nicht rein. Aber wir kommen gleich. Also wir versuchen es zumindest. Ja, mit Tifa gehen wir hier erstmal weiter in das Häuschen. Schauen wir nach, wer da so ist. Hallo, na, miau, eine Katze und eine Omi. Du sagst, du weißt nicht, wann die Sterne vom Himmel fallen werden? Meinst du das im Ernst? Ich kann das noch immer nicht glauben. Wie konnte das passieren? Ja, ich weiß warum. Veraltete Waffe? Ende der Welt? Ich weiß nichts von all dem. Ich werde leben, bis ich 100 bin. So fasst du aus. Es gibt noch so viele Dinge, die ich erledigen muss. Das ist erst der Anfang. Und was haben die Shinra und Solchia hier unternommen? Erzähl! Das sind Vollidioten! Ja, hier haben wir aber auch noch einen Laden, ne? Das ist, ich bin eine hübsche Magd. Ich arbeite halbtags im Zubehörgeschäft. Unsere Ware ist ebenso gut wie die anderen Läden. Na, was kaufen? Halbtags, ja. Ja, hier ein Amulett. Nimmst du jetzt kaufen, 10.000 Glocken. Glück plus 10. Er bringt uns dies ein. Ansonsten hier die Feuerringe, ne? Eisring, Blitzring. Schützt je um das vor dem Element, wie der Name davor steht. Und der Elfenring hier Vergiftung blind. Ja, Lähmung, Versteinerung, eigentlich Versteinerung, weißer Umhang und so weiter. Also schon eigentlich gar nicht schlecht, das Glücksamulett. Nicht schlecht, aber wir können es uns gerade echt nicht leisten. Deswegen, vielen Dank, kommen Sie bald wieder. Machen wir das so, was das angeht, nochmal die erklärt. Aber hier stand ja auch da schon. Nächste Folge, ne? So, hier haben wir einen alten Mann, in den wir uns reinstellen können, der einfach nur sagt, hallo. Ja, mehr sagt er nicht. Hallo. Aber interessant ist, wenn wir hier lang gehen, habt ihr gehört? Hör mal. Klack, klack. Was klackt da, ne? So. Da steckt etwas tief drin, das aussieht wie ein alter Schlüssel. Verborgener, alter, nutzloser Schlüssel erhalten. Ja. Und da war doch so eine Tür, ne? Wollen wir uns mal angucken. Hier wollen wir uns mal angucken. Aber bevor wir das machen, geh nochmal ganz kurz raus und mach einen Sicherheitsspeicher. Ich habe nämlich diesmal vor, jetzt keine Videos extra aufzunehmen, sondern ich speichere und lade neu. Ne? Also, kurz vor die Tür. So, da sind wir wieder. Da laufen wir nochmal hoch in diesen tollen Laden hinein. Der so teuer ist, so unfassbar teuer. Und dann gehen wir hier an diese, geh weg da, Tür. Soll ich es mal mit diesem alten, verborgenen Schlüssel versuchen? Benutzt den alten Schlüssel, vergiss es. Okay. Lieber nicht. Sieht nicht aus, als würde er passen. Tatsächlich. Aber wir wollen es trotzdem mal versuchen. Dem verbogenen Schlüssel. Benutzt den alten Schlüssel. Nun, das wär's. Hey. Sitzt ganz schön fest. Oh nein. Abgebrochen. Nun krieg ich ihn nicht mehr raus. Gibt's hier Probleme? Nein! Was soll ich nun tun? Lüge, was das Zeug hält? Sag ihnen die Wahrheit. Wir lügen mal. Es ist nichts. Ich hab mir nur die Tür angesehen und gedacht, dass sie doch wirklich schön ist. Wie da steht. Ist so geil. Typisch Frau. Naja, nichts passiert. Also, ich bin ganz niedlich. Ach ja. Oh, warum? Vielen Dank. Puh, das war knapp. Und ich fühle mich schlecht. Ja, der Schlüssel ist innen abgebrochen. Ich kann ihn nicht erreichen. Hm, darüber weiß ich wirklich nichts. Ja, der Typ sagt auch dann nichts weiter. Also, muss nichts verkaufen, beenden. Ich werde einfach mal den Spielstand jetzt neu laden und dann werden wir einfach mal die Wahrheit sagen. Weil so geht uns nämlich ein Schatz tatsächlich durch die Lappen. Denn wir lügen, ne? Lügen ist nicht gut. Also, ich lade nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah ja, wie toll wäre es, wenn es hier Safe States geben würde, ne? Wäre das alles nicht so schwer. Naja, ist egal. Also, wir versuchen es nochmal. Alt verbogene Schlüssel, benutzt den alten Schlüssel definitiv und dann rackeln wir ein bisschen dran rum.
hin und her und vor und zurück und da bricht er ab. Au! Oh nein! Gibt's Probleme? Nee! Was sollen wir tun? Wir sagen ihnen natürlich die Wahrheit. Es tut mir leid, ich habe den Schlüssel mit Gewalt gedreht und da ist er abgebrochen. Wie? Schlüssel? Sie meinen die Tür zu der Schlüssel zu der Tür? Die Tür zu der Tür. Den Schlüssel zu der Tür? Ja. Das war ein. Ach so, nee. Das war ein guter Scherz, sagt er ja. Hä? Natürlich gibt's keinen Schlüssel. Das ist eine Wand. Wir haben nur eine Tür darauf gemalt. Was? Das ist gar keine richtige Tür? Genau, wir haben sie nur darauf gemalt, damit es aussieht, als ob man dadurch in eine andere Welt gelangen könnte. Was stimmt mit dem Typ nicht? Ich male mir auch gerne immer eine Tür an die Wand, damit ich denke, okay, da geht's hinter nach hier, weiß ich nicht wo. In eine andere Dimension, wo alle glücklich sind. Mach ich aber nicht. Naja. Tut mir leid, das soll kein Trost sein, aber hier bitte. Wirklich? Vielen Dank. Tifa und die anderen erhielten den Unglücksring. Ja. Wir hoffen, dass wir einmal durch eine Traumtür wie diese in eine andere Welt gelangen können. Ich habe das Gefühl, dass ihr in der Lage seid, meine Träume wahrzumachen. Schon komisch. Los raus hier! Nein, okay, pass auf. Also, wir haben natürlich einen Ausrüstungsgegenstand bekommen. Und zwar ist es der Fluchring. Hier nennt er sich. Ja, Ring des Fluches. Cursed Ring, auch im Englischen. Damit sollten, glaube ich, die Leute auch was anfangen können. Und wir sehen schon, verstärkt alle deine Statuswerte. Aber beleg dich mit dem Todesurteil. Von daher sollte man diesen Ring auch nur weise einsetzen. Werden wir bei Zeiten, denke ich, auch mal ausprobieren. Man sieht jetzt hier auch gar keinen Unterschied, gerade von den Werten. Wie viel gesteigert wird, etc. pp. Mache ich alles nächste Folge. Ich schreibe mir das mal auf, weil gerade keine Zeit gehabt, ehrlich gesagt, mir das auch noch aufzuschreiben. Aber wir machen das nächste Folge, da habe ich auch ein bisschen mehr Geld. Und dann können wir auch über die ganzen Sachen nochmal reden. So, ich schreibe mir das schnell auf. Items, Ausrufezeichen. Ich glaube, damit soll ich viel anfangen können. Gut. Ja, haben wir das also, ne? Bloß die Wahrheit sagen, sonst verpassen wir hier auch diesen Ring des Fluches oder den Fluchring, Cursed Ring etc. Den gibt's übrigens nochmal, wo wir den klauen können von einem Boss, den wir bald auch wieder treffen werden oder den wir hier auch treffen in diesem Dorf. Von daher kann ich das schon mal erwähnen, dass dieser auch verpassbar ist, ne? Also, hier kriegen wir jetzt einen und von dem Boss, der dann hier in dem Dorf erscheint, auch nochmal einen. Jo. Und, ja, ich sagte ja schon, die beiden Gegenstände, die wir jetzt bekommen haben, sind beide hier verpassbar. Also, nehmt sie mit. Eine Sache haben wir noch. Ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben. Es sind nicht nur zwei Gegenstände, sondern auch noch drei. Ja, ganz vergessen. Also, stand schon die ganze Zeit da, ne? Wenn ich mal irgendwie einen Schatz vergesse und das sage, da sind nur sieben, aber in Wirklichkeit sind es acht, dann fällt es mir während der Folge natürlich auf. Das da, was fehlte? Okay, jetzt überlege ich gerade, Nee, ich glaube, wir sind soweit alles auf Kurs. Ich muss nämlich eigentlich noch eine, quasi, wie soll ich das sagen, meinen regulären Fortschritt muss ich natürlich auch noch abspeichern. Und das mache ich jetzt quasi mit dieser Folge. Ich überlege. Ich müsste dann aber noch mal laden. Und zwar genau diese ganze Szenerie noch mal durchlaufen mit wem und beziehungsweise diesen Fluchring nicht nehmen. Denn wir haben nämlich später die Möglichkeit. Also wenn wir das jetzt gerade nicht gemacht haben, haben wir nach dieser Szenerie, die jetzt gleich läuft, müssen wir hier eh nochmal in dieses Dorf rein. Denn wir kommen oben links in dieses Haus nicht, da, ne, wo der rote Pfeil ist. Da kommen wir jetzt gerade nicht rein, weil wir, wenn wir zum Hund gehen, wird eine Szenerie gleich anspringen und losgehen. Und danach können wir erst wieder ins Dorf. Und damit gehen wir dann mit einem anderen Charakter rein. Deswegen können wir dieses ganze Fluchring-Gedönskram mit der Tür auch noch mit einem anderen Charakter machen. Deswegen muss ich das da nochmal neu laden, das durchlaufen. Also, ich mach einfach mal weiter, ne? Bevor ich mich jetzt hier wieder vom Kragen red. Was ist los? Bist du ganz allein? Du hast dich verirrt, oder? Getrennt von der Person, die du liebst? Dummer Kerl. Sehr aufbauend, Tifa. Es wird nun wohl eine Woche her sein, seit er hier Achso, das sind die beiden. Ich meine nochmal. Es wird nun wohl eine Woche her sein, seit er hier angeschwemmt wurde.
Hames stachelköpfiges Singen. Tja, eine alte Herrin hier. Es war wirklich traurig, aber auch seltsam. Er hatte dieses wirklich lange Schwert. Ich weiß nicht, sieht mir ganz nach Pech aus, aber das Überraschendste waren seine seltsam blauen Augen. Was? Na, das kann doch nur... Wartet mal eben, was hast du gerade gesagt? Entschuldigung, der Junge, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, ein Dorfbewohner hat ihn an der Küste gefunden. Das war etwa vor einer Woche, wenn ich mich recht entsinne. Armer Kerl, er muss wohl irgendwo, von irgendwo weiter... Weit her? Mein Gott. Angespült worden sein. Von Wither. Wer ist denn Wither? Okay, egal. Haben wir auf. Mal die Szenerie kaputt. Cloud! Das muss er gewesen sein. Es ist Cloud. Volltreffer. Genau. Ins Schwarze. Wo ist er? Ist er in Sicherheit? Wo ist er jetzt? Ja. Hier oben. In der, Klinik. Er lebt! Cloud! Cloud lebt! Cloud! Oh, oh ne, oh, hehe! Warte! Tja, wir sehen, da sehen wir ihn noch schon. Cloud? Na, so wie sie reinstürmen, könnte man meinen, der Meteor sei heruntergekommen. Heruntergekommen. Heruntergekommen oder heruntergekommen? Entschuldigung, ich habe gehört, dass ein Freund von mir hier gepflegt wird. Ein Freund? Ach ja, dieser Junge. Keine Sorge. Dein Freund befindet sich nebenan, aber sein Zustand ist... Hier? Hier bin ich. Cloud. Oha. Oh, Cloud, ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Hä? Cloud? Hä? Stimmt was nicht? Cloud? Ui. Cloud, was ist passiert? Mako-Vergiftung. In ziemlich fortgeschrittenem Stadium. Dieser junge Mann scheint für längere Zeit eine Menge Mako-Energie ausgesetzt gewesen zu sein. Ich weiß wahrscheinlich weder wer noch wo er ist. Wo er jetzt ist. Hammerwicht. Er kann auch nicht sprechen. Er ist buchstäblich meilenweit entfernt. An irgendeinem Ort, an dem niemand zuvor war. Ganz allein. Doktor! Das, ist das wahr? Das ist furchtbar. Cloud. Lassen Sie uns bitte kurz allein. Würdet ihr es Ihnen etwas ausmachen, draußen zu warten? Einfach weg. Aber ich glaube, die Sache hat eben tiefer gesprochen, ne? Weil da stand gerade Arzt drüber. Nee. Tja, da ist er. Der sabbernde Cloud. Er weiß nicht mehr, wer er ist. Warum? Was kann ich tun? Bitte, Cloud, sprich mit mir. Sag mir, dass du mich siehst. Dass du mich hören kannst. Sag's mir bitte. Ich habe es bis hierher geschafft, weil ich an unsere gemeinsame Erinnerung geglaubt habe. Das hier darf nicht wahr sein. Das ist einfach schrecklich. Ach, Cloud, ich... Hey, Doktor,
Ist mit Cloud alles in Ordnung? Wird er wieder gesund werden? Sagen Sie uns die Wahrheit. Ich wiederhole es noch einmal. Er leidet an einer Makrovergiftung. Ich habe noch nie einen so schlimmen Fall gesehen. Eine riesige Menge mit Wissen getränktes Makro wurde ihm in sehr kurzer Zeit in sein Gehirn gespritzt. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu hardcore, aber egal. Ein normaler Mensch hätte das nicht überlebt. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Kein Wunder, nachdem er in den Lebensstrom... Aber denke daran, das Licht der Hoffnung kann man überall finden. Wenn du die Hoffnung aufgibst, was wird dann aus ihm? Ja, ich weiß, dass es Cloud bald wieder besser gehen wird. Wenn Freunde wie wir sich um ihn sorgen, es muss alles... Punkt. Da fehlt ein Punkt. Ja, wenn Freunde wie wir uns um ihn sorgen... Punkt. Es muss alles wieder in Ordnung kommen. Oder wird es wieder... Gott, das war wieder ganz schlimm. Egal. Was ist los, Tifa? Alles in Ordnung? Ja, klar. Es tut mir leid, dass ihr euch alle Sorgen gemacht habt. Ich möchte euch allen etwas mitteilen. Das kann sie jetzt... Na gut. Wieder rein! Alles ist mir völlig egal. Nur Cloud nicht. Ich möchte bei ihm sein. Du musst es tun. Du darfst dich nicht verleugnen. Wenn Tifa meine Krankenschwester wäre, würde ich jederzeit mit Cloud tauschen. Unangebracht? Zit, okay, Zit. Ja. Es tut mir wirklich leid, gerade jetzt. Keine Sorge, ich werde später noch einmal vorbeischauen. Hoffentlich geht es Cloud bald wieder besser. Alles klar. Sollten wir nicht so langsam wieder zur Heimen zurückgehen? Machen wir das. Ja, und ihr könnt euch schon denken, dass diese ganze Szenerie jetzt, ne, auch mit anderen Charakteren vonstatten geht. Was wir uns gleich auch noch angucken werden. Und ich kann schon mal sagen, dass wenn man Barrett mit dabei hat, das eins mit der besten ist, denn dort noch zusätzliche Dialoge stattfinden. Glaube ich. Also zumindest etwas Dialoge, die, ja, ich sag mal, ein bisschen härter sind. Gar nicht schlecht sind. Also wie ich finde, tiefer in tiefes Richtung. So. Aber kommt gleich. Okay, wir sind erstmal hier auf der Highwind. Und Barrett steht da und guckt nach draußen. Was machen wir jetzt? Was können wir tun? Hä? Gibt's denn nichts, was wir tun könnten? Ich sage nicht, wir sollen warten, bis es Cloud besser geht. Oh, ich habe Neuigkeiten. Ja, was? Dass du ein Spion bist? Das wissen wir doch. Ja, aber das hab ich euch schon erzählt. Kihaha und Kihaha haben was vor. Willst du lauschen? Aha. Also... Wir stehen zwei Problemen gegenüber. Erstens, der Meteor. Den Meteor zerstören. Zweitens, die Sperre um die Nordhöhle beseitigen und Sephiroth schlagen. Vorschläge bitte? Das erste Problem haben wir schon gelöst. Der Meteor wird bald in Stücke zerschmettert. Der Plan wurde bereits in Gang gesetzt. Wir sammeln aus jeder Region große Materia. Nun, große Materia ist eine Materia mit hoher Dichte, die durch ein spezielles Kompressionsverfahren in Makroreaktoren entsteht. Die daraus entzogene Energie hat die dreifache Stärke von normaler Materia. Was haltet ihr davon?
Wir sammeln alle große Materie und schießen sie zum Meteor. Das verursacht eine riesige Explosion. Dadurch zerfällt der Meteor buchstäblich in kleine Stücke. Haben's mit ihrem buchstäblich in dieser Folge. Den Meteor rammen? Haben wir wirklich die Technologie dafür? Mach dir darüber keine Sorgen. Viel wichtiger ist, große Materie in allen Regionen zu sammeln. Wir haben schon Materie aus Nibelheim gesammelt. Bleiben noch Corell und Fochtkondor. Ich habe bereits Truppen nach Corell entsandt. Kiha! Mein Gott. Also ich weiß nicht, wenn hier irgendjemand in diesem Haus noch da wäre, ne? Und mich hier vor meinem Rechner irgendwie diese Geräusche hat losfahren hören, dann, ich glaube, die werden als nächstes der Arzt da. Naja. Corell! Was können Sie Corell noch antun? Oder noch antun, falsch betont. Und die große Materie. Du meinst die große Materie, oder? Red! Ich habe davon gehört. Wenn sich unsere kleine Materie der größere nähert, sollte etwas passieren. Da bin ich mir sicher. Deshalb benutzen wir die Kraft der Materie in unserem Kampf. Was will er? Materia. Nichts verstanden. Wir können die große Materia nicht in die Hände von Shinra fallen lassen. Außerdem will ich Cloud diese große Materia zeigen, wenn er zurückkommt. Er wird geschockt sein. Nun, was sagst du, Barrett? Obwohl du ihn immer runtermachst, willst du doch, dass Cloud zurückkommt. Nee, ich sag nix über nix. Du hältst einfach das Maul. Was? Naja, jede Gruppe muss einen Anführer haben. Führer haben. Anführer, beides passt. Und das bin ich. Oder ich wär's jedenfalls gern. Aber ich hab nicht das Zeug dazu, um ein Führer zu sein. Das ist mir erst vor kurzem klar geworden. Und das ist es, was... Hä? Hoppala. Wie? Was los? Du wurdest zum neuen Führer gewählt. komm nicht in Frage. Was? Vergesst es. Aber um kämpfen zu können, brauchen wir dich und die Highwind. Wir brauchen sie, um den Planeten zu retten. Und wir steuern das Schiff. Und wer steuert das Schiff? Der Mann da rechts. Ja. Kein anderer als du. Du. Ja. Deshalb bist du unser neuer Anführer. Dieser Führer klingt immer so, naja, also Anführer. Kein anderer kann es. Also ich kann es auffliegen. Ich kann das eigentlich mit allen. Also, egal. Naja, Sid. Dieses Schiff soll den Planeten retten? Heftig. Oh Mann, das ging mir direkt ans Herz. Ins Herz. Egal. Ich bin auch ein Mann. Was? Egal. Okay, ich mach's. Alle zusammen, folgt mir. Also, hier ist der erste Job. Die Operationsräume warten auf dich. Wen muss ich denn aufschneiden? Ja! Ja, Sir, jawohl, Sir. Renn, tschüss. Ja, aber nee. Können wir noch mit den Leuten sprechen? Die große Materie ist in Corell. Fort Condor? Ich bin sicher, dass es noch an einem anderen Ort große Materie gibt. Wo war das? Weiß er gar nicht. Ja, die Leute sind auch ein bisschen cooler geworden hier. Guten Tag, Captain. Sieht so aus, als wärst du jetzt doch der Führer. Was? Als wenn du jetzt auch der Führer bist, Captain. Ich muss ja echt mal gucken, ob das da wirklich nicht so steht, wie es steht. Ja. Hey, Herr Anführer! Beweg deinen Piloten hintern hier rauf! Ist ja gut. Mal locker, Junge. Sid, ich wünschte, ich hätte deine Hol-Dir-Einstellung. Es scheint mir, meine Gefühle haben sich in Luft aufgelöst, während ich in diesem Schlummer lag. Ja, stimmt, warum bin ich da nicht? Nee, egal. Sid?
Lass uns Cloud und Tifa von Zeit zu Zeit besuchen. Natürlich. Machen wir das. Ja, der Typ sagt hier, Pilot im Training, Level 5. Glückwunsch, hast du unseren Anführer, bist Captain. Okay, laufen wir mal zum Operationsraum. Barrett? Hey, Sid? Barrett? Achso. Hey, Sid! Also er sagt's doch, also er steht da irgendwo wahrscheinlich. Sobald alle bereit sind, gehen wir zum Corel-Reaktor. Los, Herr Führer, du beeilst dich besser. Jawohl, Sid. Sid? Was geht mit dir? Ich weiß, ich reiß euch alle drum, mit einer Sahneschnitte mit mir zu reden. Aber lasst mich bloß in Ruhe. Dieses Schiff war nicht... Krank. Krank wollte sie sagen. Sahneschnitte. Naja. Okay, jetzt gerade mal ganz... Ich will mal gucken, ob Barrett noch was anderes sagt. Hab ich halt angeschrieben? Ich weiß, wo soll ich nochmal hin, Barrett? Okay. Naja, ich geh nochmal in den Operationsraum, denn... Wir müssen eine Party zusammenstellen. Das geht natürlich nur im Operationsraum. Und nicht auf der Brücke. Der Typ... Ich habe alle Hände voll zu tun, schieß los! Luftschiff fliegen, bla bla bla. Und jetzt witzig, wenn wir das, ne? Hä? Sid? Schon alles vergessen? Oh, du stellst mich auf die Probe, stimmt's? Ja. Plaudern. Ich erzähle nicht nur Geschichten, ich arbeite auch hart! Okay, ist gut. Er erzählt also nichts Neues. Hier ist immer noch das mit dem Chocobo-Ding. Ich glaube, da mit dem hatten wir schon mal gesprochen, ne? Naja, lass mal das. Schon so lange her. Gehen wir in den Operationsraum und hier können wir dann einfach... Sid, gute Arbeit! ...unsere Truppe zusammenstellen und das machen wir schon mal für die nächste Folge. Barrett und Vincent nehme ich einfach mal mit. Muss das natürlich dann alles mal ausrüsten und so, mal aber zwischen den Folgen. Jetzt hier der PP, um zu leveln. Weißt du, hatte ich ja gesagt. Und dann gehen wir nochmal dann zu Medil. Wir müssen jetzt sowieso nochmal Medil eben kurz rein. Da noch was erledigen. Deswegen sind wir noch nicht durch. Lang nicht durch. Folge könnte ein bisschen länger werden vielleicht. Okay, Pilot im Training Level 6 schon aufgelevelt gerade. Mann, Mann, Mann. Jeha! Sollen wir abheben? Na, Sigi. Ja, wir heben ab. Also er freut sich schon mehr. Aber wir landen gleich wieder. Verdammt. Jetzt habe ich mich verflogen. So, wir wollen auf jeden Fall uns nochmal hier einmal anlanden. Und wir haben ja ein Haus da noch nicht betreten, ne? Auch witzig, wenn wir jetzt hier, also wir sind jetzt quasi in dem Abschnitt Leading Sid nennt sich das, denn Tifa ist ja natürlich da geblieben. Ahoi! Wir sind hier in Medil, ein ruhiger Ort mit heißen Quellen. Das war es jedenfalls mal. In letzter Zeit ist die See immer ganz aufgewühlt. Lehmstrom hat am Grunde des Ozeans alles aufgemischt. Ich glaube, der Planet ist auch ganz schön ehrlich. Wir haben bisher dem Planeten so ziemlich alles angetan, was wir gerade wollten. Genau. Diesmal nichts mit hier, hallo Hübscher und so. Jetzt will ich gerade nochmal selber nochmal ganz kurz gucken. Ich hab mir vergessen. Ah, siehst du, immer Sid kann auch, ne? Was ist jetzt? Du bist ja plötzlich so verdächtig freundlich. Ach, das ist also, du möchtest ein Salmonellengemüse, nicht wahr? Gib ihm diesmal keins. Nein, 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 ich wollte mit der Frau sprechen. Ist immer noch dasselbe sagt hier. So, komm mal zu mir. Frau! Hallo! Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, also hat man schon alles. Naja, gib uns Geld, uns Geld, uns Geld. Die Bewegung ist witzig, diese Macht. Also, erzählen tun die Leutchen hier nichts Neues. Aber wir können natürlich jetzt auch, hätte ich ja gesagt, wenn wir diesen Schlüssel noch nicht aufgehoben haben mit dieser Tür, die ganze Szenerie, das können wir auch mit Sid durchlaufen. Vielleicht ein bisschen witziger gemacht und, naja, sehen wir uns auf jeden Fall auch gleich nochmal an. So. Wie geht es dem Jungen? Hammer Kerl, er hat wirklich das Schlimmste von allem abbekommen. Ich hoffe, es geht ihm bald besser. Er darf jetzt nicht aufgeben und er muss kämpfen. Genau. Es ist unglaublich, dass er sich wieder erholt hat. Es sieht ihm hier was, als sie ihn hierher gebracht haben, nachdem sie ihn gefunden hatten, dachte ich, dass er keine Chance hätte. Was? Es ist unglaublich, dass er sich wieder erholt hat? Punkt. Okay, ja. Als sie ihn wieder hergebracht haben, da den engen Hunden hatten. alles klar. Der Junge ist wirklich hat wirklich einen guten Schutzengel. So, einen Schatz haben wir ja noch, ne? Elixier. Den müssen wir uns noch holen. Hier ist
alter Mann mit dem Hund. Sind irgendwie nur alte Männer hier? Ich habe das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ist alles in Ordnung? Mir geht's jedenfalls gut. Hinter mir liegt ein langes, erfülltes Leben. Aber ich mache mir Sorgen um meinen Sohn, seine Familie. Sie leben weit außerhalb der Stadt. Ich hoffe, ihnen geht es gut. So, und hier liegt auf jeden Fall ein Elixier. Den nehmen wir mit, ne? Genau, und wenn wir jetzt die Tür hier rausgehen wollen würden... Ja, da. Hey, warte mal! Hast du gerade was eingenommen? Was eingenommen? Ich bin... Ja, das habe ich, alter Mann. Weiß nicht, wovon du sprichst. Wir sind mal nett, ne? Ja, das habe ich, alter Mann. Hey, das gehört jetzt mir. Und ich weiß, was damit anzufangen. Das kannst du mir glauben. Geil. Ist wie, als wenn jemand bei dir einbricht zu Hause, irgendwas Tolles findet. Und ich ihn frage, ey, hast du gerade was mitgenommen? Und er dann sagt, ja, ey, das gehört jetzt mir. Ich kann damit viel besser was anfangen. Ja? Also wenn jetzt jemand reinkommt bei mir und meine PS5 mitnimmt und sagt, damit kann ich viel mehr anfangen als du gerade, weil du hast gerade einen Monat nicht damit gespielt. Stehst du? So klar. Eindeutig. Hehe, was für ein komischer Kauz. Lassen wir es ihm mal versuchen. Okay. Hey, danke. Das wird mir helfen, Alter. Ja. Und natürlich, das habe ich jetzt auf einem extra Video, weil ich mich das jetzt nicht nochmal speichern. Ich werfe das jetzt einfach mal so rein. Das Video, was Sid sagen würde, wenn wir denn lügen. Und zwar, weiß nicht, wovon du sprichst. Dann sagt er, hä, was? Weiß gar nichts drüber. Was zum Kuckuck ist mit dem verdorbenen alten Elixier passiert, das ich in den Müll werfen wollte? Ich weiß auch nicht. Falls jemand versehentlich davon was einnimmt, kann das böse Folgen haben. Aber was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Macht mich nicht heiß, klar. Sid, naja. Ja, und dann stehen wir wieder da. Wo wir jetzt stehen. Also das fand ich ziemlich witzig. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja. Ja, aber wir waren ja so nett und haben gesagt, dass wir es genommen haben. Schauen wir nochmal kurz hier vorbei bei Cloud. Stimmt, die Szene ist witzig. Hier, die werden wir die Krankenschwester ansprechen. Hallo. Oh, hallo. Sie ist immer an seiner Seite. Sie muss ihn wirklich lieben. Team Tiefer. Vergiss nie, dass du auch in dieser Lage niemals die Hoffnung aufgeben darfst. Du musst so stark sein wie sie. Nun also, ihr seht erschöpft aus. Wollt ihr eine Spritze? Hä? Ich werde noch nicht mal um eine Antwort gebeten. Ich krieg direkt eine irgendwo rein. Ja, also es ist, okay, fertig, passt auf euch auf. Es ist hier ein Inn, ja? Also man kann hier schlafen und sich wieder aufpäppeln lassen, aber man hat ja noch nicht mal die Wahl. Der Doktor sieht übrigens aus wie aus irgendeinem anderen Spiel, Alter. Ich krieg's aber nicht auf den Kopf, in den Schädel rein, wer. Vielleicht werde ich dann nochmal, vielleicht fällt's mir ein bis nächste Folge. So. Es tut mir leid, aber der Zustand deines Freundes ist unverändert. Du musst Geduld haben und durchhalten. Diese Dinge brauchen ihre Zeit. Wie bei gutem Wein ist Zeit das Wichtigste. Ja. Tiefer, hallo? Cloud, ich verstehe kein einziges Wort. Ich bin eine Närrin. Ich dachte, ich könnte etwas für ihn tun. So, und jetzt kommen wir zum Easter Egg. Ja, ja, wir sprechen mit Cloud. Welche Zahl bin ich? Ja, okay. Also wir müssen ihn öfter ansprechen, ne? Milliarden Spiegelsplitter. Klein? Leicht. Haben engelshafte singende Stimmen. Zeno Gears. Ja, witzig. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, was? Musste direkt erstmal Google anschmeißen und tatsächlich ist dies. Die Passage, oder was er sagt, das sind 2-3 Ausschnitte aus dem Titellied von Xenogears. Deswegen auch darunter. Und Xenogears hat ja eine ganz besondere Bedeutung zu Final 7, da Xenogears ja eigentlich das Final 7 werden sollte, es aber nicht geworden ist.
aus, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil es zu viel Story hat und etwas sehr wirr ist, das Ganze. Auf jeden Fall empfehlenswert zu spielen. Und auch in Xenogears gibt es eine Anspielung auf Final 7. Ganz am Anfang müsste das gewesen sein. Also hier ein wunderschönes Easter Egg, was wir gefunden haben. Wer ja gerne wissen will, also es gibt so ein Titellied von Xenogears und dort sind halt diese Sachen, stehen dort drin, halt, wenn man es mal genau durchliest, ne? Ja, witzig, oder? Kleine Anspielung. Damit haben wir das Easter Egg auch abgefrühstückt. La 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 la. Und damit verlassen wir erstmal Medil fürs Erste, um auf jeden Fall gleich zu speichern und uns natürlich noch die Szenerien anzugucken mit verschiedenen Charakteren. Das habe ich aber eher so ein bisschen zusammengekürzt. Ich habe die Videos, die schauen wir uns gleich an. Natürlich schauen wir uns dann auch wirklich nur die Passagen an, wo die anderen Charaktere was sagen. Ich habe erst überlegt, ob ich ein What-If draus mache, aber nö, mache ich nicht. Naja, bevor wir das Ganze tun, wollen wir das zuerst reinschmeißen. Ich glaube, wir machen das gleich nochmal zum Abschluss, dass ich das mit Sid, diese ganze Schlüsseltür-Geschichte, auch nochmal herzeige. Ne? Also, wir fangen am besten an, uns die Szenerien erstmal anzugucken mit den Charakteren. Fangen wir an. Ich glaube, Barrett machen wir zum Schluss, weil es interessanter ist. Wir machen mal Sid und Vincent. Schauen wir uns mal an. So, die beiden Charaktere kommen raus. Sehen das ja, ne? Sid und Vincent. Tja, das muss Cloud sein. Du hast ihn gefunden. Hey, gut gemacht, Tifa. Sagt Sid. Ja, und er ist natürlich dort oben in der Klinik. Tja, die beiden sagen allerdings nichts. Sie rennen einfach nur hinterher. Das war eben bei Sid und Yuffie natürlich noch ein bisschen anders. Tja, da sind unsere beiden Recken mit reingerannt. Aber so viel sagen sie noch nicht. Tja, Vincent ist sprachlos und Sid, verdammt, das ist übel. Tja, unsere beiden Recken gehen wieder raus. Das Interessanteste wird dann eher vor der Tür. Genau, denn hier stellen sich unsere Charaktere natürlich nochmal die Frage. Hören Sie zu, warum sagen Sie uns nicht die Wahrheit? Was ist mit Cloud? Geht es ihm gut? Hat er eben schon. Dann wiederholt er es nochmal, Makrovergiftung und so weiter. Kein Wunder, nachdem er in den Lebensstrom gefallen ist und dann hier angespült wurde. In den Lebensstrom, ja, ja. So, dann sollen wir nie die Hoffnung verlieren. Hoffnung. Ich denke, das ist alles, was uns bleibt. So, dann will Tifa wieder mit uns reden, alle gehen wieder rein. Tja, dann sagt Tifa, dass sie halt bei ihm bleiben möchte. Vincent nur, tu, was du willst. Und Sid. Ja, genau. Halt durch, Tifa. Keine Sorge. Wir werden zurückkommen und sehen, wie es ihm geht. Sei tapfer, Tifa, und kümmere dich gut um Cloud. Alles klar. Okay, wir sollten uns jetzt wieder zur Highbend aufmachen. Warum die Bewegung vorher? Egal, ja. Damit ist die Szenerie mit Sid und Vincent erstmal durch. Schauen uns dann gleich im Anschluss am besten nochmal die Szenerie mit Red und Vincent an, weil Vincent hat draußen irgendwie ein bisschen wenig gesprochen, hatte ich das Gefühl. Deswegen wollte ich mal gucken, was passiert, wenn wir ihn nochmal dazu nehmen und mit Red zusammen uns das Ganze angucken, das Schauspiel. Und da kommen die beiden hinaus. Hier! Du hast ihn gefunden! Ja, er ist natürlich da oben in der Klinik. Und da rennen wir mal hinterher. Halt! Sagt Red diesmal. Sonst war gar nichts. Wir rennen in die Klinik hinein. Da sind die beiden auch schon. Wie schrecklich, sagt er. Und der Vincent ist natürlich wieder sprachlos. Ja, viel passiert dann aber nicht mehr in der Klinik bis jetzt. Gehen wir wieder raus. Dort wird es vielleicht interessanter werden. Ja, und da stehen wir nun. Red 13 stellt sich hin, verschränkt die Arme. Ist mit Cloud alles okay, Doktor? Wird er wieder gesund? Dann wiederholt er es natürlich nochmal, da Red 13 auch nicht zugehört, was da mit ihm los ist. Das Gehirn gespritzt. Mann, ey.
Kein Wunder, er ist in den Lebensstrom gefallen und wurde dann hier angespült. Ich glaube, das hatte Vincent auch eben gesagt. Nee, Quatsch, Sid hat das eben gesagt, ne? Also irgendwie sind die Textboxen doch schon ein bisschen gleich. So, wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Hm, ich weiß, dass er wieder gesund wird. Cloud war ein starkes Mitglied von Soldier. Genau. Kommt Tifa wieder raus. Wir gehen wieder hinein in die schöne Stube. Alles in Ordnung, Tifa? Ja klar, tut mir leid, dass ihr euch Sorgen gemacht habt. Möchte allen was mitteilen. Trotten wir wieder hinein. Tifa offenbart sich, dass sie gerne bei Cloud sein möchte. Ja, das ist das Beste, sagt Red 13. Vincent, tu, was du willst, hat er eben auch schon gesagt. Tut mir wirklich leid, gerade jetzt. Alles klar, wir werden bald wieder vorbeischauen. Kümmere dich gut um ihn. Alles klar. Wir sollten langsam zurück zur Highwind gehen. Sixties. Ja, das war die Szenerie mit den beiden Nasen. Und dann wollen wir uns noch für, in meinen Augen, eigentlich die beste Szene angucken. Und zwar mit Barrett und Sid zusammen. Cloud, das muss Cloud sein. Es ist Cloud. Barrett, bist du sicher? Und Sid, hehe, gut gemacht, Tifa. Ja, wo ist er jetzt? Da oben in der Klinik. Auf geht's. Ha, hey, Tifa! Und beide rennen hinterher. Da sind sie auch schon da. Barrett sagt, das ist übel. Ja, und Sid sagt das, was er eben schon gesagt hat, verdammt! Das ist übel. So gesehen, sprechen die Charaktere ja eigentlich fast immer das Gleiche. Also, wir sprechen das Gleiche, sie stehen manchmal nur anders. Hm. Mr. Barrett hat schon mal ein paar mehr Emotionen. Also, was heißt Emotionen? Aber ein paar mehr Sprechblasen. Sehen wir mal an, was vor der Tür passiert. So, da stehen wir auch nun. Was ist mit ihm? Was ist mit Cloud? Doktor erklärt's nochmal, für den Fall, dass wieder einer nicht zugehört hat. Kein Wunder, nachdem er in den Lebensstrom gefallen ist und dann hier angespült wurde. Also das sagt eigentlich jeder, aber da kommt noch ein bisschen mehr von Barrett gleich. So, Licht der Hoffnung soll man nicht vergessen. Oder aufgeben. Vergessen, aufgeben. Hm, dreht sich schon um Hoffnung. Hey, mal ehrlich, Leute. Ich weiß nicht, ob ich will, dass er zurückkommt. Hä? Mit Fragezeichen? Was hat er für die Welt getan? Was kann er von nun an für uns tun? Er ist vielleicht nur noch Sephiroths Schatten. Gibt's Probleme? Nein, alles okay. Keine Sorge, Doktor. Also, ne, schon mal sehr interessant. Da kam ein bisschen mehr bei rum. Alles in Ordnung? So, sie will was sagen. Gehen wir halt wieder rein. Interessant, dass Sid auch hier gar nichts sagt, ne? Dann weiter. Ist der Fokus so ein bisschen auf Barrett? Und er bleibt da wieder stehen. Unglaublich. So ein bisschen der Fokus ein bisschen auf Barrett ist. Finde ich ganz cool. Alles ist völlig egal, außer Cloud. Ich möchte bei ihm sein. Ja, das ist wahrscheinlich das Beste. Für Cloud. Und für dich. Ja, genau. Halt durch, Tifa. Es tut mir wirklich leid, gerade jetzt. Warum entschuldigst du dich? Wir werden zurückkommen und sehen, wie es dir geht. Sei tapfer, Tifa. Ich kümmere dich und kümmere dich gut um Cloud. Alles klar. Oh, und Tifa, ich möchte nicht darauf herumreiten, aber ist er wirklich ein Freund aus alten Kindertagen?
Und nicht Sephiroths Schatten? Nun, vielleicht. Nein, ich bin mir ganz sicher. Ja, also gut. Tut mir leid. Wir müssen zurück zu Highwind. Jo. Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, ich habe mich zu wenig versprochen, dass es bei Barrett etwas härter zur Sache geht und der ganze Dialog, die ganze Szenerie eigentlich ein bisschen runder ist, ne? Dass da noch ein paar Zweifel kommen von wegen, ja, ne, er hat ja dumme Sachen getan und vielleicht ist er doch nur ein Klon und wer ist er überhaupt, etc. pp. Da machen sich die anderen überhaupt keine Platte drum, außer er. Fand ich ganz cool, muss ich ehrlich sagen. So, was wollten wir noch tun? Und zwar, wir wollten noch tun, uns das angucken, was passiert, wenn Sid mit der Tür rangiert. Dazu muss ich erstmal speichern und neu laden und bis hierhin zurückspielen. Also, ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. So, rein Interesse haben wir mal gucken, was Yuffie und Vincent denn alles so von sich geben, wenn die da draußen stehen. Vorher hatte nämlich nur Cathys, glaube ich, geredet. Ist mit ihm alles in Ordnung? Wird er wieder gesund werden? So, wiederholt er sich. Noch eine schlimme Pfeil. Bla, Gehirn spritzt. Normaler Mensch hat es nicht überlebt, aber klaut schon. Im Ernst? Nachdem er kopfüber in den Lebensstrom gefallen ist? Was? Hoffnung nie aufgeben lassen. Ja, das stimmt. Außerdem sind wir für ihn da. Er muss einfach gesund werden. Ja, siehst du, nochmal ein paar Textblöcke gefunden. Wahnsinn. Alles in Ordnung, Tifa? Ja, das tut mir leid. Komm mal rein, machen wir mal was mitteilen. Das ist eben nochmal reingeschoben. Also, das hat mich jetzt mal eben interessiert, wenn ich da die Konstellation nochmal ändere. Wo? Da bin ich schon mal wieder zurück. Meine Fresse. Hat jetzt nicht allzu lange gedauert. 5 Minuten oder so. Wir wollen uns ja nur ganz schnell angucken, was passiert, wenn. Na, hier haben wir den Schlüssel, den wir mit Sid dann finden können. Ne? Also wir sind jetzt hier nach der Szenerie und der Schlüssel ist natürlich noch da. Hä? Was zum Henker ist das? Sieht aus wie ein Schlüssel, aber er steckt fest und ich bekomme ihn nicht heraus. Was soll's? So ist es halt das Leben. Hä? Was zum Henker ist das? Sieht aus wie ein Schlüssel, ich komme nicht raus. Was soll's? So ist halt das Leben. Hä? Ich komme da einfach nicht ran. Witzig. Aber wir kommen gleich ran. Wir müssen nämlich erstmal die Tür untersuchen. Ja? Bevor wir diese Tür nicht untersucht haben. Bumm. Bringt nichts. Jemand hat's abgeschlossen. Solange wir die Tür nicht untersucht haben, kommen wir natürlich auch nicht an den Schlüssel. Versuchen wir es nochmal. Es muss einfach einen Weg geben, das da rauszuholen. Wenn ich das hier vielleicht ein bisschen bewege und hier dann drücke. Aha! Happy. Verborgener alter Schlüssel. Ja, verborgen war er auch. So, guck mal, da ist schon mal ganz anders von den Textblöcken her und so weiter, ne? Und dann versuchen wir mal hier die Tür aufzuöffnen. Ich weiß, was zu tun ist. Nehmen wir doch mal diesen alten verbogenen Schlüssel. Benutzt den alten Schlüssel. Vergiss es. Nee. Weißt du was? Nee, vergiss es. Der sieht nicht so aus, als könnte er passen. Benutzt ihn natürlich. Klasse. Das hätten wir. Was? Er lässt sich nicht drehen. Oh. Was? Also, du verdammtes Klemmt! Ich bekomme das verdammte Ding nicht mehr heraus! Geil. Ja. Schimpfwort! Hier gibt's Probleme! Nö! Ich. Nun, das ist übel. Was soll's? Lüg einfach! Entschuldigung, ich vergiss. Wir lügen erstmal, wir gucken uns das andere natürlich auch gleich nochmal an, ne? Lügen! Nichts, was Sie denken. Das ist vielleicht ein Prachtstück von einer Tür, also wirklich. Warum? Vielen Dank. Puh, das war ganz schön knapp. Aber mich quält das schlechte Gewissen. Ja, und das war's dann. Der Schlüssel ist im Innern abgebrochen und ich komme nicht an ihn ran. Aber davon weiß ich ja eigentlich gar nichts. Naja, nur gut. Ja, wie gesagt, ich lade und dann betreten wir den Laden nochmal neu und dann sind wir mal ehrlich, nicht?
So, da stehen wir auch schon vor der Tür. So, wir müssen natürlich wissen, was wir tun. Wir nutzen den Schlüssel jetzt und wir brechen ihn dann gleich nochmal ab. Ja, warte, lässt sich nicht drehen. Bricht ab. Ja, der blöde Ding klemmt. Gibt's Probleme? Nein, ja, also ich, das ist übel, was soll's. Wir entschuldigen uns und, entschuldigen uns. Tut mir leid, ich habe diesen verdammten Schlüssel mit Gewalt gedreht. Und da ist er abgebrochen. Wie? Schlüssel? Sie meinen den Schlüssel zu der Tür? Ja, ja. ist ein guter Scherz. Hä? Natürlich. Gibt es keinen Schlüssel? Das ist eine Wand. Wir haben... Was? Natürlich kein Schlüssel. Was? Natürlich gibt es Schlüssel. Aber das ist eine Wand. Naja. Wir haben nur eine Tür darauf gemalt. Wie bitte? Sie haben die Tür nur auf die Wand gepinselt? Ich finde es so witzig, wie er sich umdreht. Wie bitte? Ja genau, wir haben sie nur darauf gemalt, damit es aussah, als ob da euch in eine andere Welt gelangen könnten. Tut mir leid, es ist ein Trost, aber hier. Danke. Sid und die anderen erhielten den Umzug. Bazinga! Ja, genau. Und damit haben wir das erledigt. Bei dem komischen Kauz. Ja, jetzt gehen wir vor die Tür. Das war's für diese Folge. Mann, so viel hergezeigt mit den Dialogen. Und ich dachte, ganz ehrlich, die Folge wird einfach nur, ja, mit dir kurz ein bisschen Cloud Hallo sagen. Und vielleicht noch ein bisschen was einkaufen, ein bisschen was zu den Waffen erzählen. Und dann natürlich die Szenerie. Und ich dachte mir schon wieder, oh mein Gott, das kannst du wieder nicht auf dir sitzen lassen. Und ich dachte mir, nein, es gibt schon wieder so viel Zeit für Flöten. Ging es jetzt auch. Ich weiß nicht, wie lang die Folge ist. Ich glaube, ein bisschen länger als eine Stunde wird es auf jeden Fall gewesen sein. Dem einen oder anderen wird es hoffentlich freuen. Fortschritt ist natürlich jetzt nicht sonderlich gelungen durch das ganze Hergezeige. Hat auch überlegt, ob ich ein What-If mache. Ich glaube, das mache ich das nächste Mal auch wieder, falls sowas passiert und die Szenerien ein bisschen länger sind. Dann kann ich mir das ein bisschen mehr zusammenschustern. Und so haben wir dann quasi... Ja, ich sag mal, das, was wäre, wenn man einen Charakter nimmt, in einem separaten Teil... Können dann vielleicht diejenigen überspringen, die es nicht interessiert. Ich dachte mir, aber diese Folge packen wir es einfach mal rein, um das vielleicht noch ein bisschen zu strecken. Aber echt, das, was jetzt so lang... Das ist schon lang nicht mehr, ne? Ja, nächste Folge geht's auf jeden Fall dann weiter. Wir wollen Richtung Corell aufbrechen. Und dort gegebenenfalls die große Materia an uns nehmen. Shinra einen Strich durch die Rechnung machen. Gucken wir mal, was wird. Würde mich freuen, wenn wir uns dann auf jeden Fall wiedersehen würden. In der nächsten Folge von Final 7 oder unserem 100%, glaube ich, kann ich mehr reden. Ich muss aufhören. Ja, wenn es dir gefallen hat, natürlich gerne der Daumen nach oben. Falls du bei dir Interesse noch die Social Media abcheckst, kannst du das gerne tun. Ansonsten unterstützt du mich auf jeden Fall sehr, sehr viel durch ein Abo. Vielleicht auch durch PayPal, wenn du diesen Weg einschlagen möchtest. Ja, und ansonsten... Wie immer, Glocke anmachen, dann verpasst ihr kein Content mehr auf meinem Channel. Und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bleibt bis dahin stabil. Schönen Abend, schöne Nacht, wann du es auch siehst. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!